Herzlich willkommen hier im Nietzsche-Channel. Du gehst zu Frauen, vergiss die Peitsche nicht. Dieser Ausspruch ist eines der meistzitierten Worte von Friedrich Nietzsche und zugleich eines der am meisten missverstandenen. Wer von Nietzsche wenig oder gar nichts gelesen hat, kennt zumeist das markante Peitschenzitat, welches oft als »Du gehst zum Weibe, vergiss die Peitsche nicht« falsch wiedergegeben wird. Das berühmte Zitat steht im Original in dem 1883 erschienenen ersten Teil von »Also sprach Zarathustra« am Schluss des Kapitels von »Alten und jungen Weiblein«. Nicht nur in der Nietzsche-Forschung ist viel darüber spekuliert worden, ob es von Wichtigkeit sei, dass eine alte Frau den Rat mit der Peitsche erteilt und nicht Zarathustra oder der Mund Nietzsches. Um sich als Autor zu schützen, bedient sich Nietzsche eines literarischen Tricks und könnte somit fadenscheinig die Verantwortung an dem skurrilen Tipp von sich weisen, wenn er ein altes Weiblein folgende Weisheit verkünden lässt. Zitat: Du gehst zu Frauen, vergiss die Peitsche nicht. Obwohl es Hinweise darauf gibt, dass Nietzsche das Peitschenzitat im Speziellen auf eine bestimmte Frau gemünzt hat, steht der Ausspruch im Plural. Es ist ausdrücklich von mehreren Frauen die Rede, nicht nur von einer. Welchen Ratschlag möchte demnach die ältere Dame dem vorbeiziehenden Zarathustra bzw. der Leserschaft von »Also sprach Zarathustra« mit auf den Weg geben? Darf ein Mann, wenn er bei einem Date auf eine weibliche Gesellschaft trifft, die Frauen mittels der Peitsche bei Bedarf kräftig züchtigen, wenn sie nicht vorlaut seinen Wünschen entsprechen? Was genau meint das Peitschenzitat? Die Erklärung ist vergleichsweise einfach, denn Nietzsche liefert eine wichtige Verständnishilfe in seinen Notizbüchern von 1882, also nur wenige Monate nach der Niederschrift des ersten Teils von »Also sprach Zarathustra«. Im Nachlass kann man die vollständige Version des Peitschenzitats einsehen. Zitat: Du gehst zu Frauen, vergiss die Peitsche nicht. In der Art und Weise, wie und was man ehrt, zieht man immer eine Distanz um sich. Dieses Notat aus den Skizzen bzw. Vorarbeiten zu »Also sprach Zarathustra« ist von Bedeutung, denn im Vergleich zu der veröffentlichten Version zeigt es den wahren Sinngehalt der strittigen Passage an. Es geht demnach um den Schlüsselbegriff der Distanz. Die Peitsche dient dem symbolischen Zweck, Abstand zu wahren. Was passiert hingegen, wenn sich die Distanz des Mannes zu den Frauen verringert? Es kann passieren, dass er eine von ihnen begehrt. Die Folge könnte eine Eheschließung sein in Verbindung mit der Gründung einer Familie. Der Mann ist demnach nicht mehr frei und steht in einem Abhängigkeitsverhältnis zur Frau. Aus diesem Grund sichert die Peitsche den Abstand. Nietzsche hielt es daher für ratsam, dass vor allem ein kunstschaffender Mann dem Bund der Ehe entsagt und allein bleibt. Ein Jahr vor »Also sprach Zarathustra« schreibt Nietzsche 1882 recht anschaulich in der Fröhlichen Wissenschaft, Zitat: »Der Zauber und die mächtigste Wirkung der Frauen ist, um die Sprache der Philosophen zu reden, eine Wirkung in die Ferne, eine Actio in Distanz. Dazu gehört aber zuerst und vor allem Distanz.« Der männliche Künstler soll daher nach Nietzsches Vorstellung ungebunden bleiben, um sich voll und ganz seiner Kunst zu widmen. Die auf Distanz bedachte Haltung deckt sich mit dem tatsächlichen Leben von Nietzsche, denn er ist Zeit seines Daseins unverheiratet geblieben. Die Erklärung des Peitschenzitats lautet demnach schlicht: Du gehst zu Frauen, wahre die Distanz. Weil Nietzsche jedoch in »Also sprach Zarathustra« nur die erste Hälfte des Peitschenzitats veröffentlichte und den zweiten Teil der Botschaft
mit dem Hinweis auf die Distanz verschwiegen hat, nahm er Fehlinterpretationen billigend in Kauf. Die Gründe für dieses Verhalten verweilen allerdings im Reich der Spekulationen. Da Nietzsche ein Faible für Ironie hegte, dürfte ein möglicher Grund seinem Zynismus geschuldet sein. Gewalt gegen Frauen? Weil der erklärende Zusatz über die Distanz zu den Frauen nicht in Also sprach Zarathustra aufgenommen wurde, verbleiben Restzweifel über den wahren Gehalt des Peitschenzitats. Lässt sich aus der Aufforderung, du gehst zu Frauen, vergiss die Peitsche nicht, ein Befehl ableiten, gegenüber Frauen bei Bedarf Gewalt anzuwenden und sie mit der Peitsche zu züchtigen? Frauen dürfen nicht geschlagen werden. Denn unmissverständlich, schreibt Nietzsche 1882 in der Fröhlichen Wissenschaft, kurz, man kann nicht mild genug gegen Frauen sein. Darüber hinaus möchte ich betonen, wer Nietzsches Jugendschriften, seine Werke, seinen Nachlass und seine Briefe gelesen hat, kann nirgendwo eine Passage finden, die Gewalt gegen Frauen erlaubt. Weder mit einer Peitsche noch auf andere Weise. Gewaltanübung an Frauen ist somit eindeutig verboten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.